Hallo liebe Sternbürger, hier ist wieder eure Einares mit den Star Citizen News der Kalenderwoche 26 im Juni 2020. Schön, dass ihr wieder reinschaut. In dieser Woche habe ich unter anderem Folgendes für euch. Flug in Atmosphären, Grey Cat Rock und Spieler gegen Spieler. Alle Links zu den Quellen findet ihr wie üblich in der Videobeschreibung. Inside Star Citizen. Bei CIG gibt es viele verschiedene Teams, so zum Beispiel Feature- und Content-Teams, doch für das Flugmodell brauchte man eine andere Art von Team, das Vehicle Experience Team. Dieses Team wurde Anfang des Jahres gegründet und kümmert sich ausschließlich um das Flugverhalten und alle anderen Belangen der spielerischen Seite der Schiffe. Die Feature-Teams arbeiten zum Beispiel nur so lange an einem Feature, bis dieses fertig ist und gehen dann zum nächsten Feature über. Beim Flugmodell musste man erstmal schauen, was daran gut und was schlecht war und nahm hier dann das viele Feedback auch der Spieler an. Dieses Mal wollte man einfach von Anfang an alles richtig machen. Das Flugverhalten innerhalb von Atmosphären war ein wichtiger Teil der Arbeit. Wichtig war hier, dass man hier einen deutlichen Unterschied zum Fliegen im Weltraum haben wollte. Dabei sollte es aber nicht einfach nur das gleiche Fliegen nur mit Schwerkraft sein. Wenn man ein Schiff wie die 890 Jump in einer Atmosphäre fliegt, sollte man vorher darüber nachdenken, ob man das auch wirklich haben möchte, da solch ein Schiff nicht wirklich gut in einer Atmosphäre zu fliegen ist. Wie sich ein Schiff in der Atmosphäre fliegt, ist nun überwiegend davon abhängig, welche Form es hat und ob es über Tragflächen verfügt. Das IFCS, also das Fly-by-Wire-System in Star Citizen, wird nicht all unsere Fehler ausbügeln, sondern soll uns nur unterstützen. Bei jedem Schiff wird nun die Aerodynamik simuliert, was bedeutet, dass es Auftrieb und Schwerkraft gibt, die gegeneinander ausgeglichen werden müssen. Auch die Unterschiede zwischen den Schiffen kommen nun besser zur Geltung. Ein Schiff wie die M50 ist ein sehr schnelles und aerodynamisches Schiff, weshalb es sich in Atmosphären wirklich agil fliegen lässt. Doch auch das Wetter wird einen großen Einfluss auf das Flugverhalten haben. Starke Winde werden ein Schiff mit wenig Schub stärker beeinflussen, als ein Schiff, das deutlich stärkere Triebwerke hat. Wird unser Schiff beschädigt, werden wir das ebenso merken. Ein fehlendes Triebwerk oder eine Tragfläche müssen wir dann über die Steuerung ausgleichen. Auch der Kampf ist ein wichtiger Fokus des Teams. Hier möchte man einen sehr dynamischen Kampf herbeiführen, bei dem es nicht nur darum geht, wer die besten Werte für ein Schiff herausholt. Die Art, wie wir Ziele aufschalten, wird sich ebenfalls ändern. Indem wir ein Schiff nur im Sichtfeld haben, werden wir bereits einige Basisinformationen erhalten können. Dann können wir ein Ziel entweder aufschalten oder es einfach nur markieren. Das Pinnen, also das Markieren von Gegnern, kennen viele sicher noch aus dem frühen Arena Commander. Wir können dann also wieder mehrere Ziele markieren, um dann schneller zwischen ihnen zu wechseln. Erst durch das Aufschalten erhalten wir natürlich wie gewohnt alle wichtigen Informationen über unser Ziel, also auch Schilde, Hülle und den Pip. Pinnt man ein Ziel, ist dieses für die Besatzung des Schiffes sichtbar. In Zukunft möchte man diese Funktionalität innerhalb einer Gruppe verfügbar machen. Mit der neuen UI-Technik ist es nun deutlich leichter, bestimmte Dinge darzustellen und Änderungen vorzunehmen. So wurden nun auch die Geschütztürme komplett überarbeitet und erhalten eine Oberfläche, bei der wir genau sehen können, in welchem Zustand der Turm gerade ist, welchen Feuermodus wir ausgewählt haben und vieles mehr. Die Empfindlichkeit der Bewegung können wir nun auch wie vieles andere im Spiel mit dem Mausrad einstellen. Fixed-Waffen erhalten mit dem kommenden Patch einen Fixed Assist. Dieser funktioniert ähnlich wie der Gimbal Assist, aber in einem sehr geringen Bereich. Je genauer wir unser Feuer auf den Pip konzentrieren, desto mehr schließt sich ein Kreis und die Waffen richten sich dann ein klein wenig auf das Ziel aus, damit wir besser treffen können. In der Vergangenheit war es möglich, größere Schiffe trotz ihrer vielleicht vielen Türme leichter auszuschalten. Doch das soll sich nun drastisch ändern, sodass Schiffe mit Türmen ein ernstzunehmender Gegner sind. All das ist aber noch nicht das Ende der Änderungen, sondern nur der Anfang, von dem aus man weiter Feintuning betreiben möchte und weitere Features implementieren möchte. Im zweiten Segment der Sendung gibt es dann einen Patch Report. Dieses neue Segment soll uns anhand von Bildern ein wenig Stimmung auf den kommenden Patch machen. Mit 3.10 werden wir aufgefordert, ein Landepad freizugeben, bevor wir einen Strafzettel bekommen, so dass wir immer etwas Zeit haben, bevor es ans Geld geht. Für Patramming dagegen werden die Strafen verschärft.
Liefermissionen wurden ebenso überarbeitet. So gibt es nun von einfachen Missionen innerhalb eines Planetensystems bis hin zu mehrstufigen Missionen alles, was das Lieferantenherz begehrt. Natürlich auch mit illegaler Fracht, wenn man das denn möchte. Ingame werden wir dann auch Schiffslackierungen kaufen können, mit denen wir unser Schiff ein wenig individualisieren können. Mit dem Yubarev-Scharfschützengewehr und der Azkav-Pistole kommt der Elektronenschaden ins Spiel. Diese beiden Waffen kriegen wir in einer Sonderedition nächsten Monat als Subscriber-Flair. Bewusstlose oder tote Körper können wir nun hinter uns herziehen. Die Flugverbotszonen auf Lawwill und Area 18 wurden überarbeitet, sodass wir nun einen Flugkorridor erhalten, der uns zu unserem Landebett führen soll. Natürlich ändert sich, wie zu Anfang der Sendung gezeigt, das Flugverhalten in Atmosphären und Kämpfe bei hohen Geschwindigkeiten werden nun mehr Nachteile mit sich bringen. Auch die Art, wie wir Ziele aufschalten und wie wir Türme bedienen können, ändert sich. NPCs werden nun besser und intelligenter Deckung suchen, wenn wir sie bekämpfen. Die M50 wurde auf den neuesten Stand gebracht und die K2AL wird einen Buff erhalten, wie letzte Woche bei mir berichtet. Grimhex bekommt neue Bereiche wie die Rennstrecke und Hangars. Auch New Babbage erhält nun seine Hightech-Hangars und den Flagship-Store, in dem wir dann auch verschiedene Mobiglas-Versionen kaufen können. Außenposten, Schiffswracks und Höhlen wurden nach der Planetentech Version 4-Anpassung endlich neu positioniert und deutlich verbessert. Inside Star Citizen verabschiedet sich mit dieser Episode in die Pause. Calling All Devs. Dieses Mal dreht sich alles um PvP und wie dies geplant und umgesetzt wird. Alle Inhalte habe ich euch natürlich zusammengefasst. Erster Gast der Sendung ist Todd Peppy. Es wird keinen Schalter geben, mit dem wir uns für PvP markieren oder demarkieren können. PvP ist Teil der Welt und abhängig davon, wo wir uns gerade befinden. Befinden wir also uns zum Beispiel im Pyro-System, sollten wir jederzeit mit PvP rechnen. Im Terra-System dagegen eher nicht, auch wenn es dort auf jeden Fall möglich sein wird. Wer also PvP vermeiden möchte, sollte sich nicht an Orten aufhalten, an denen PvP sehr wahrscheinlich ist. Ein Kopfgeld auf einen NPC wird immer weniger einbringen als Kopfgeld auf einen anderen Spieler. Das Plündern von Gegnern wird Teil des PvP-Systems sein. Es wird uns also möglich sein, dass wir unsere Gegner ausrauben können, wenn diese kampfunfähig oder tot sind. Hier knüpft dann Richard Trier an, der uns ein wenig über die zukünftigen Pläne für das Inventarsystem erzählt. Unser Inventar, das wir bei uns tragen, wird in Zukunft nicht mehr unbegrenzt sein. Wir haben dann je nach Ausrüstung eine bestimmte Menge an Platz, in dem wir unsere Ausrüstung verstauen können, die wir mitnehmen. Überhaupt wird es wichtig sein, zu planen, was wir mitnehmen. Dabei kommt es natürlich darauf an, ob wir in den Kampf ziehen oder ob wir erforschen, wie die Umgebung am Zielort ist und vieles mehr. Wir müssen also Dinge wie Met und Oxpens, Nahrung, Munition und sonstige Ausrüstung, die wir vielleicht benötigen, bedenken. Das persönliche Inventarsystem, was wir derzeit im Spiel haben, ist nur eine Übergangslösung, um das FPS-Mining zu ermöglichen. Bald wird dies durch das vor kurzem gezeigte Gitternetzsystem ersetzt werden, in dem wir dann unsere Sachen verstauen können.
Zunächst wird auch das Gitternet-System nur für Nahrung und Mineables genutzt. Das komplette Inventarsystem ist davon abhängig, wann die globale Persistenz und iCache soweit sind. Alles, was wir dann besitzen, wird Platz benötigen, der dann nicht mehr unbegrenzt ist, wie das derzeit der Fall ist. Letzter Gast der Sendung war dann Sean Tracy, der uns ein wenig über die Theaters of War-Tests mit den Evocatis erzählt. Der erste Spieltest hatte schlechte Performance und man hatte hier allein 180 Schwachstellen ausgemacht, an denen man einen ganzen Sprint lang gearbeitet hat. Mit den weiteren Tests war man dann deutlich zufriedener, aber man hat auch dabei noch einige Schwachstellen und Fehler ausgemacht, welche die Performance einschränken. Das Matchmaking und die Server, auf denen TOW läuft, sind sehr stabil. Man hatte über die Testwochenende viele Tools im Hintergrund laufen, die sehr viele Daten geliefert haben, mit denen man aber nun weiter an TOW arbeiten kann, um dieses zu verbessern. Den Entwicklern ist es wichtig, dass TOW ein rundes Ergebnis liefert. Man könnte es zwar jetzt veröffentlichen, aber es ist noch nicht auf dem Stand, den man gerne hätte, weshalb man sich hier lieber ein wenig Zeit lässt. Roadmap Roundup. Auch in dieser Woche hat sich nicht sonderlich viel auf der Roadmap getan. Folgende Features wurden also im Feinschliff markiert: Lightning Bolt Company Azkaf Elektronen Sniper Gewehr, Lightning Bolt Company Yubarev Elektronenpistole, Gemini C54 ballistisches SMG, Klaus und Werner Sledge Mass Driver Revision, Greycat Rock. Normalerweise berichte ich hier nicht über Leaks, aber da es sich um einen Direct-to-Live-Sale handelt und es handfeste Bilder gibt, bekommt ihr hier zum Abschluss noch ein paar Bilder des Greycat Rock. Dabei handelt es sich um einen kleinen Bergbauwagen, mit dem wir dann demnächst die kleineren Steine auf Planeten und Monden abbauen und einsammeln können. Die Bilder stammen vom Evocati Leaks Discord. Den Link dazu findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Like und wenn ihr kein Video von mir verpassen wollt, gebt mir ein Abo und klickt auf die Glocke für mehr News und Tutorials rund um Star Citizen. Danke fürs Zusehen, schönes Wochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis dann!